Hallo. Eduard Schäfer. Snapchat ist eine App. Eduard Schäfer, 33 Jahre alt, geboren am Geburtsort, Wohnort. Bro, um ehrlich zu sein, Digga, habe ich keine Ahnung, Mann. Über Eduard Sachen herauszufinden, ist schwieriger als ein Mathe-Abitur. Aber ich wäre ja nicht ich und Eduard wäre nicht mein Homie, wenn ich das nicht alles beantworten kann. Eduard Schäfer, 33 Jahre alt, geboren am 3.11.1990 in Kasachstan, ist erst in der Türkei und dann in Tunesien aufgewachsen. Jetzt lebt er in Deutschland, okay. Um genau zu sein, in Kassel. Seine Nationalität ist... Bro, what are you talking about, man? Kuss. Türkei! Wir wollen einfach umbringen! Heute habe ich tunesische Frikassee, Thunfisch. Und seine Hobbys sind Fußball, Basketball, Football, Eishockey, Serie und Filme schauen, spazieren, Kino und zocken. Ich bin hungry, ich will spielen! Und auf meine Frage, spielst du Fortnite? Ja, und andere zocken. Auch alles Shooter und FIFA und Call of Duty. Alles aus Handy und Tablet, hab leider kein PS5 oder so, schade, zu teuer. Danke, Eduard. Und an die Leute, die immer noch gar keine Ahnung haben, von wem ich rede und wer Eduard Schäfer überhaupt ist, das ist Eduard Schäfer. Ihr nicht gefurten Hurensohn! Ich bin auf 180, die haben mein Account gehackt. Suspected. Hör doch mal auf, du! Snapchat ist eine App. Yalla, Habibi. Hier bin ich bei Pferde. Lalalala. Bin noch Jungfrau, Single. Einmal deutsche Cabana. 299 Euro. Naja, aber die Frage bleibt immer noch offen. Wer ist Eduard Schäfer wirklich? Wenn man Eduard googelt, kommt als erster Vorschlag... Musiker? Dieser Sache bin ich auf den Grund gegangen und nach ewig langer Recherche bin ich auf diesen Kanal hier gestoßen. Und einige von euch werden dieses Video hier kennen. Und tatsächlich, einer seiner ersten Videos auf diesem Kanal waren Videos, in denen er Instrumente spielt. Peace, Leute! Der Typ hat doch einen ganzen Instrumentenladen überfallen. Wie kann der Typ so viele Instrumente haben? Naja, sein Kanal hatte nicht wirklich ein Konzept. Er hatte Edu Abi einfach nur irgendwelche Videos von sich nach Lust und Laune hochgeladen. Zum Beispiel... Ich treffe einen Kunde, der ist über 40. Oder auch... Oder über Tiere. Hier ist der Pferd. Solche Menschen blockiere ich sofort. Und aus irgendeinem Grund hat er einen Kurzfilm gedreht, bei dem er stirbt, aber dann doch nicht. Und dann irgendwie... Ach. Und natürlich ist auch auf dem Kanal das legendärste Video zu finden. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dafür gibt es jetzt leider keinen Beweis, aber ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Eduard Schäfer wurde einfach mal von dem offiziellen Instagram-Account Fenerbahce auf Instagram blockiert, weil er die wahrscheinlich zu Tode vollgespammt hat. Und ich kann mich noch ganz genau an die Story von damals erinnern, die Eduard Schäfer gemacht hat. Die war ungefähr so hier. Ihr Hater! Ihr blockiert mich! Ihr Hurensohn! Naja, nach einiger Zeit kamen auf seinem YouTube-Kanal nur noch so komische Videos. Er hat die ganze Zeit irgendwas mit seinem Handy abgefilmt und hat das ganze Zeug dann hochgeladen. Und irgendwann war Eduard wie vom Erdboden verschluckt. Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Allen Hater, ihr beleidigt mich grundlos, ihr beleidigt mich, ihr macht nur beschimpfen, Cybing, Mobbing, beleidigen mich, bedrohen mich, ihr Hater schaut noch immer noch in meiner Story. Ich bin auf 180, ich schwör Wanner, jetzt reicht, jetzt ist das endgültig. Ich nehme euch, ihr Hater, in den Arsch reingespielt, ja, und dann wirbel ich hinten weg, schmeiß ich euch weg, ich schwör Wanner, brechen eure Knochen, so, ihr beleidigt mich. Ihr nicht geburten Hurensohn!
fuck! Eduard wurde wieder aktiver auf seinem Instagram-Account und wurde aus irgendeinem Grund richtig fertig gemacht. Irgendwann hat sich die Lage aber beruhigt und Eduard verstand, dass das einen ziemlichen Hype gebracht hat und daraufhin hat er angefangen, das Ganze für Klicks auszunutzen. So viele Hater, was soll ich machen? Selbstmord, töten mich, aber ich weiß nicht. Viele Hater wollen mich töten. Fortnite. Hey, what the fuck? Das Ganze ging sogar so weit, dass sich sogar sein altes Football-Team dazu geäußert hat. Aus aktuellem Anlass möchten wir uns auch äußern. Geht um Eduard Schäfer, langjähriges Mitglied, Spieler und Freund der Kassel Titans. Als uns die Nachricht erreichte, waren wir schockiert. Wir wollen zeigen, dass wir hinter Eduard stehen, so wie er hinter uns steht. Ich habe mit ihm telefoniert und es geht ihm den Umständen entsprechend. Ich spiele gleich Fortnite. Ab hier ging sein Hype langsam los. Viele Leute wurden auf Eduard aufmerksam und wollten ihn unterstützen. Und es gab echt viele nette Leute, mit welchen er sogar live war und sich mit ihnen auf einer normalen Ebene unterhalten konnte. Aber natürlich gibt es auch wie immer eine Schattenseite. So wurde Eduard daraufhin auf Instagram gehackt. Die haben mein Account gehackt. Leute, mein Account ist wieder da. Eduard Schäfer wieder da. Back am Start. Folgt mir alle da. Ich wurde wieder gehackt. Laut Eduard wurde er von Beastlike gehackt. Beastlike war die seine komische YouTuber, der Fake-Pranks mit seinem kleinen Bruder aufgenommen hat. 1000 Euro für Fortnite, bist du behindert? Digga, der Typ hat eine Haltung wie ein Geier. Aber Real Talk, erstens kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Beastlike sowas überhaupt kann. 1000 Euro für... Und zweitens denke ich, dass Eduard hier Mütze auf Englisch erzählt. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass der Typ 33 Jahre alt ist. Ich meine, recap das mal ganz kurz. Er hat diese Videos hier auf YouTube vor 11 Jahren hochgeladen. Da wäre er eigentlich 22 Jahre alt. Sieht so ein 22-Jähriger aus? Okay, man könnte argumentieren, ja, er hat seine alten Videos hochgeladen. Aber würdest du mit 22 Videos ins Netz stellen, wo du, keine Ahnung, 8 warst oder so? Ich weiß zwar, dass Eduard gewisse Krankheiten hat, dazu kommen wir später. Aber trotzdem, welcher 33-Jähriger verhält sich so? Würdest du auch mit deinen... Nein, du widerlicher Hurensohn. Bro, würdet ihr sagen, der ist 33? Schreibt's gerne in die Kommentare. Real Talk, ich sag Mütze auf Englisch. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Eduard Schäfer Bullshit erzählt. Zum Beispiel erzählt Eduard Schäfer immer, dass er so arm ist und gar kein Geld hat. Wie kann es dann sein, dass Eduard Schäfer jedes Jahr gefühlt 20 Mal in den Urlaub fährt und die teuersten Designerklamotten kaufen kann? Deutsche Cabana Schuhe gekauft von Karl Lagerfeld. Limitiert für 169 Euro. Digga, der Arme, der wurde auf dem Bazar so dreckig abgezockt, Junge. Ich weiß noch ganz genau, als ich da einmal war und ich gesagt habe, so ein Teil gibt's da gar nicht. Das gibt's gar nicht bei offiziell Louis Vuitton. Dann haben die mir gesagt, ah, das ist limitiert. Kommt erst nächste Jahr. Ich war auch in Gucci Store. So riesen Gucci Geschäft. Hemd geholt, so wie T-Shirt, Hemd. So ein Gucci. 2000 Euro hingeblättert. Ich war so blöd. Aber egal. Außerdem erwähnt Eduard immer öfters, dass er noch... Ich hatte noch nie. Bin noch Jungfrau, Single. Und er ist so stolz darauf, dass er das sogar noch in seine Instagram-Bio reinschreibt. Ja... Herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls sagt Eduard, dass er noch nie eine Freundin hatte. Aber stimmt das wirklich? Was war hier? Kann es sein, dass das deine Freundin war? Oder warum heißt dieses Video Türkei-Urlaub mit meiner Freundin? Ne, warte, Moment, ich korrigiere mich. Edi Fee Türkei-Urlaub Fenerbahce mit meiner Freundin. Fenerbahce auch dabei. Und dann habe ich ein bisschen tiefer gegraben und habe dieses Video hier gefunden. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ob er jetzt eine Freundin hatte oder nicht, das könnt ihr alle für euch selbst entscheiden. Aber eine Sache, bei der Eduard Schäfer nicht gelogen hat, ist, dass er ein krasser Rapper ist. Bin der neue Rapper Gänzer. Du knippst mich an und aus, so wie du es. Gerade, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das für eine Phase war, aber er hat sogar einen Diss-Track gegen seinen eigenen Vater hochgeladen. Digga, welcher Kranker von euch hat davon eine 10-Stunden-Version auf YouTube hochgeladen? Dass du, als ich kleines Baby war, hast du einfach verpisst. Ich nach Zuckerblecher, Blecher, Mucher, Zuckerblech.
Blachermucha? Aber ich glaube, an sich hatte Eduard Schäfer eine ganz schöne Kindheit. Ich meine, er hatte Freunde, er hat Sachen auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, er ist an die verschiedensten Orte gereist, hatte sogar eine Freundin und er durfte sogar wählen gehen. Hallo Leute, ich habe heute gewählt, aber ich weiß nicht, wen ich gewählt habe. Ich habe einfach 8 Kreuze gemacht. Alle haben meine Eltern, Verwandten, Familie, alle konnten nicht. Wir wissen nicht, wie es geht. Ich weiß selber, wie es nicht geht. Egal. Der Bruder dachte, das ist ein Kreuzworträtsel und er gewinnt eine PlayStation 5. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Eduard Schäfer ist wirklich ein sehr, sehr, sehr korrekter Mensch. Ich kenne ihn tatsächlich auch schon seit 3 oder 4 Jahren und wir stehen immer in Kontakt und ich freue mich immer über diese Videos, wenn er irgendwelche Pakete von irgendwelchen Unternehmen bekommt. Das alles gehört dir. Danke. Guck mal, wie er sich freut, da geht doch einem das Herz auf. Naja, leider hat Eduard Schäfer mit ein paar Krankheiten zu kämpfen. Was er genau hat, das kann ich euch leider gar nicht sagen, aber ich habe mir so ein Video von... Oder ich vergesse immer die Namen, Digga, wie heißt der? Tiong, Taiwan, ach, keine Ahnung, angeguckt. Und unter seinem Video hat er einen Kommentar verfasst, dass Eduard Schäfer in seiner Story gesagt hat, dass er Morbus Fabi, einen Gendefekt, Minderwuchs, MS und Osteoporose hat. Klar, früher als Baby hat Arzt festgestellt, dass ich Osteoporose habe. Ich kann es auf gar keinen Fall zu 100% bestätigen, weil, wie gesagt, über Eduard Schäfer findet man gar nichts im Internet. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass Eduard Schäfer wirklich, wenn du dieses Video siehst, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute auf deinem Weg. Hoffentlich knackst du irgendwann mal die 1 Million Follower. Die 250.000 hast du ja schon. Na, wie gesagt, ich wünsche nur das Beste und wenn wir uns irgendwann mal sehen sollten, dann drehe ich auf jeden Fall einen Vlog mit dir. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag Eduard Schäfer, bester Mann. Lasst ein Like auf dem Video da, ich würde mich sehr freuen und ciao.